Herzlich willkommen zu Top 10. Heute gibt es 10 wertvolle Überlebenstipps für den Fall einer Zombie-Apokalypse. Aber Achtung, die Tipps funktionieren nur bei echten Zombies. Tipp Nummer 10. Besorg dir eine Flinte und ziel auf den Kopf. Shotguns sind ideal, weil sie den Zombie-Kopf sauber wegpusten. Oder hier so eine doppelläufige ist auch was Tolles. Und wenn du nur eine einfache Pistole hast, schieß dem Zombie lieber zweimal auf die Rübe, um wirklich sicher zu gehen. Tipp Nummer 9. Nimm dir Ersatzunterwäsche mit, denn es wird mit Sicherheit unheimlich und wer weiß schon, wie dein Körper reagiert bei all diesen Zombie-Freaks. Ja, so kleine Unfälle können dann passieren. Tipp Nummer 8. Schließ dich einer Gruppe an. Finde Leute, denen du vertrauen kannst. Möglichst keine Zombies. Vertraute könnten dir im Ernstfall das Leben retten. Du kannst die Leute ja auch als Köder benutzen. Besser als selber gebissen zu werden, oder? Tipp Nummer 7. Besorg dir auf jeden Fall einen Atemschutz. Ja, so ein Ding, wie Michael Jackson immer getragen hat. Denn der Zombie-Virus könnte sich über die Luft übertragen. Selbst wenn nicht, der Geruch von ekelhaft verrottetem Fleisch wird überall in der Luft sein. Tipp Nummer 6. Fange jetzt schon an, Lebensmittelkonserven und Wasserflaschen zu horten. Um 50 Jahre lang 3 Mahlzeiten am Tag zu haben, brauchst du 55.000 Konservendosen. Also einmal hin, alles drin. Ach ja, und 40.000 Wasserflaschen sollten genug sein, um zu überleben. Tipp Nummer 5. Melde dich schon jetzt mal im Fitnessstudio an, denn die untrainierten und dicken Leute werden als erstes dran glauben müssen, denn sie sind die langsamsten und auch die leckerste Beute. Zombies sind zwar langsam, aber es werden viele sein und die sind ganz schön zäh. Tipp Nummer 4. Sichere deine Wohnung oder Haus oder wo auch immer du wohnst. Was? Du hast keinen Bunker? Dann schnell zum Baumarkt Bretter kaufen und die Bude zunageln. Wie wär's mit so einem Zaun mit Stacheldraht oben drauf? Ja, da soll erstmal ein Zombie drüber kommen. Nummer 3. Besorg dir ein paar klassische Brettspiele. Es ist schließlich eine Apokalypse und es wird zu Stromausfällen kommen. Kein Fernsehen, Internet, Xbox 360 und auch keine Top 10 Videos. Mann, das wird langweilig. Am besten nochmal die ganze Top 10 Playlist anschauen. Tipp Nummer 2. Trage unbedingt Nahkampfwaffen, die keine Geräusche machen. Das lockt nämlich die Zombies an. Wie wär's mit so einem Baseballschläger mit Nägeln oben drin oder einer Brechstange? Ja, da kannst du dich gut mit durchschlagen. Oh, oh nein. Oh, den hat's aber ziemlich erwischt. Der ist schon gut erledigt. Naja. Tipp Nummer 1. Misch dich unter die Zombies. Wenn alles nicht hilft, dann musst du so tun, als wärst du selber einer. Dann bleibst du vielleicht verschont. Okay, dann alle mal beten, dass es gar nicht erst zu einer Zombie-Apokalypse kommt. Wir hoffen das Beste. Auf Wiedersehen. Ja, was ist das denn hier? Ah, auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Klicke auf das Logo zum Abonnieren oder guck dir noch einen Top 10 Clip an. Du solltest vielleicht auch mal in Christophs Krach 10 reinschauen. Das gefällt dir bestimmt. Auf Wiedersehen.